Ja, liebe Freunde, in diesem Film geht es ums Getriebe dieses schönen 200.000 Kilometer Motors. Und zwar geht es nicht um die Funktion des Getriebes, dazu gibt es ja genügend andere Filme von mir, sondern es geht ums Aussehen und um den Verschleißzustand dieses Getriebes. Schauen wir uns gemeinsam an. Willkommen bei Zams Channel. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Dieses Getriebe, also nicht genau dieses, sondern ein baugleiches, war Gegenstand meines allerersten YouTube-Films. Warum klackt ein Motorradgetriebe beim Einlegen des ersten Gangs? Ha! Ja, wie lange ist es her? Schon über 500.000 Mal geklickt, glaube ich. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Vielleicht ist es auch schon deutlich mehr. Ja, man muss wissen, wenn man so ein Getriebe zerlegt, wenn man nicht aufpasst, es zerfällt von alleine in ziemlich viele Einzelteile. Deshalb muss man aufpassen, wie man es trägt, wie man es hält, weil wenn das in dem Zustand jetzt ist, ist eigentlich nichts mehr richtig fest. Man kann zum Beispiel diese Achse hier ziehen. Man kann diese Schaltgabel zur Seite legen. Man kann die andere Achse da unten ziehen. Man kann die anderen Schaltgabeln zur Seite legen. Man braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass man die Schaltgabeln irgendwie verwechselt. Passiert in der Regel nicht, weil die markiert sind. Da steht einmal C für Center und einmal steht, hier steht RL drauf und hier steht auch RL drauf. Also sie sind gleich. RL heißt Right und Left. Right und Left sind identisch. Tja, und die, wo zwei Schaltgabeln drauf wandern, diese Welle, nee, Welle ist ja eigentlich nur was, wo sich was dreht. Diese Achse, ich nenne sie mal Achse, die darf sich, muss ich nicht unbedingt drehen. Die ist ein bisschen länger, logischerweise. Zusammenbruch, ich sag's gerade noch. Das alles zerfällt und schon tut's das. Ja, dieses etwas dickere Teil ist bekanntermaßen die Getriebeausgangswelle oder auch Nebenwelle genannt. Dieses etwas kleiner anmutende Teil ist die Getriebeeingangswelle oder auch Hauptwelle genannt. Ich wollte ja gar nichts zur Funktion sagen. Ich wollte doch eigentlich nur das Ding zerlegen und gucken, in welchem Zustand es ist. Wenn man so ein Getriebe zerlegt, das heißt, wenn man die ganzen Zahnräder runterfädelt, muss man aufpassen. Es sind Sicherungsringe drin, es sind Scheiben drin, es sind diverse kleine Bauteile, diverse kleine filigrane Bauteile, die das Ganze zusammenhalten und die zunächst so aussehen, als hätten sie keine Richtung, als wäre es egal, ob so rum oder so rum. Sie haben eine scharfe Kante in der Regel, haben eine abgerundete Kante. Und es ist bei fast keinem dieser Bauteile egal, wie rum sie reingehören. Sie müssen in eine ganz bestimmte Richtung rein, ansonsten können sie sich selbstständig machen im Betrieb des Getriebes. Und sie können auch, wenn scharfe Kanten an was Rotierendes kommt, können sich da auch einschleifen, lauter solche Geschichten. Also achtet bitte darauf, wenn ihr ein Getriebe abfädelt, achtet peinlichst genau drauf, dass ihr die Richtung auch von jeder Scheibe, von jedem Sprengring beibehaltet. Und idealerweise werden die Sprengringe, also diese Halteklipse, werden alle ausgetauscht. Die Sägeringe, so nennt man sie eigentlich. Sägeringe möglichst nicht wiederverwenden und immer auf die Einbaurichtung achten. Und die Reihenfolgen und die Einbaurichtung steht auch alles nochmal im Werkstatthandbuch. Da gibt es so eine ganz komische Zeichnung, die schwer zu interpretieren ist. Da kann man alles nochmal genau nachschauen, wo die runden Kanten sind und wo die scharfen Kanten sind. Ist also alles vorhanden. Man kann im Prinzip, wenn man sich damit befasst, das wieder richtig machen. Ja, wenn man es wirklich mal auseinanderbauen muss. Hier kommt es möglicherweise nicht mehr so sehr drauf an, weil wenn das Getriebe auch in so einem, ja, tendenziell eher schlechten Zustand ist, wie das, was wir hier beispielsweise schon bei der Ölpumpe vorgefunden haben, dann wird es sicherlich nicht weiterverwendet. Aber schauen wir mal genauer hin. Fangen wir mal mit was Einfachem an, nämlich den Schaltgabeln und den Führungsachsen derer. Aber vorher mache ich das mal sauber. Die Schaltgabeln haben die Tendenz, da zu verschleißen, wo sie die Festräder verschieben. Das sind genau diese Stellen. Und sie können natürlich hier in ihrer Führung, an der
in der Achse verschleißen. Aber hier muss ich sagen, das sieht aus fast wie neu. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es gibt hierfür auch eine Verschleißmessung. Ich mache das gerade mal. Wir haben also hier 5,96. Steht deshalb auf dem Kopf, weil ich Linkshänder bin. 5,94. Naja, sagen wir mal 5,95. Mittelmaß mal raus. 5,95 ist die Breite der Schiebefront. Ich nenne das mal so. Das Limit wäre also 5,9. Wir sind also 0,05. Überm Limit und optisch sehen die Dinge richtig gut aus. Das ist jetzt die andere, die sieht auch sehr gut aus. Was kann der Schaltgabel sonst noch passieren, außer dass sie hier abreibt? Es kann ihr passieren, dass sie zu heiß wird. 5,94. Es kann passieren, dass sie verbiegt. 5,96. Ja, es kann sein, dass es heiß wird, verbiegt, meistens in Kombination, weil wenn es heiß wird, wird es warm. Wenn es heiß wird, wird es warm, wird es weich. Deshalb kann es verbiegen, aber ist hier alles nicht der Fall. Die kleine Centergabel mit dem C da drauf, das ist die, die auf der Hauptwelle das Festrad schiebt. ,97 haben wir hier sogar. Hier auch. Ich messe mal hier den Innendurchmesser. Ich mache das mit der Schieblehre, weil ich nichts anderes habe, womit das möglich wäre. Mit ganz, ganz großem Vorbehalt. Man hat mich auch schon aus dem Publikum darauf aufmerksam gemacht, dass man das nicht mit einer Schieblehre macht. Ich weiß das, aber ich habe kein Innenmaß, mit dem ich das machen könnte. Wir sind hier auf 11,97 nach bestem Wissen und momentanem Gewissen. 11,97 auch hier. Ja, und sieht so aus, als hätten sie alle den gleichen Wert. ,12,03 wäre das Limit. Das heißt, wenn die sich aufweiten würden, würde der Durchmesser größer. 12,03 wäre das Limit. Das wäre noch nicht erreicht. Wir sind noch unter 12. Also in Ordnung. Jetzt messe ich mal die Dicke der Achse. Man sollte das möglichst mit einer Mikrometerschraube machen. Ich mache es jetzt mal der Einfachheit halber, weil ich es gerade da habe. Auch mit der Schieblehre. ,95, 11,96. So, und die Kleine. Auch 11,95. Also hier müsste man, wenn es drauf ankommt, wenn es wirklich drauf ankommt, jetzt mit der Mikrometerschraube nachmessen und eine ganz genaue Messung machen, weil 11,95 ist genau der Grenzwert. Das heißt, die liegen genau auf dem Verschleißlimit oben drauf. Das heißt, wenn man jetzt wirklich entscheiden müsste, austauschen oder nicht, dann müsste man mit der Mikrometerschraube nochmal genau messen, ist es gerade so drüber oder gerade so drunter. Vielleicht mache ich es noch, aber erstmal notiere ich die 11,95. Damit legen sie genau auf der Verschleißgrenze. Ja, und daraus ergibt sich ein Spiel. Das Spiel ist spürbar und es ist logischerweise die Differenz der beiden gemessenen Werte. Und wenn das natürlich zu viel Spiel hat, dann verkantet die Schaltgabel hier, kann nicht mehr richtig rutschen, verkantet. Und die ganze Schaltung wird dann dadurch unpräzise. Und ich lese jetzt gerade mal an der Excel-Tabelle ab, wie groß das Spiel hier ist. Ich sehe gerade, für das Spiel gibt es im Werkstatthandbuch gar keine Vorgabe, gar keinen Wert. Ich dachte, mich erinnern zu können, dass es das gäbe, aber ist nicht der Fall. Ja, die Achsen selbst haben Spuren, die spürbar, nein, die sind nicht spürbar, die sind sichtbar, aber nicht spürbar. Sieht jetzt nicht so schlimm aus.
da sich es auch gut anfühlt. Ja, es ist ein bisschen rauer, wenn man hier drüber geht, ist an den Stellen ein bisschen rauer, da bleibt der Daumen ein bisschen hängen. Und hier sieht es letztendlich genauso aus. Man merkt halt, dass es benutzt wurde. Dann soll man die Führungsstifte, das sind diese Nöppel hier oben, auf außergewöhnlichen Verschleiß begutachten. Laut Werkstatthandbuch. Ich sehe jetzt also keinen. Man sieht natürlich auch hier, dass sie benutzt sind, aber ich würde das eher als gewöhnlichen Verschleiß abstempeln als als außergewöhnlichen. Man sieht hier eine kleine Kante an dieser Stelle. Man spürt sie auch leicht. Es gibt also schon einen kleinen Abrieb an der Stelle, wo die Dinger in der Schaltweise geführt werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist kaputt. Auf gar keinen Fall. Das ist normal für diese Anwendung und für diese Leistung. Es gibt ja also keinen Messwert für. Aber hier sieht man schon ganz schön, dass er benutzt worden ist, finde ich. Aber okay, ist halt so. In schlimmen Fällen kann sowas auch verbiegen. Das merkt man dann, wenn man es kullert. Aber es liegt natürlich hier nicht vor, weil wir haben ja hier keinen Motor- oder Getriebeschaden zu beklagen, sondern einfach nur einen normalen Verschleiß. Und davon wird nichts krumm. Schauen wir uns mal die Getriebeseitenplatte an. Hier ist eine Scheibe, die ist jetzt mit der abgerundeten Seite nach innen. Und dann haben wir hier zwei Lager. Das eine Lager ist das Lager der Getriebeeingangswelle, das ist das hier. Und das große Lager ist der Getriebeausgangswelle. Die Lager gehen sehr, sehr schön. Sie wackeln nicht, sie haben keine Probleme. Man sieht hier den Öleinlass mit dieser Öldüse. Das heißt, die Öldüse ist jetzt im Gehäuse gewesen, aber man sieht hier, wo die Öldüse normalerweise angreift und bläst dann das Öl, in Anführungsstrichen. Hier ist die zugestopfte Bohrung. Bläst das Öl über diesen Ölkanal hier hinten in diesen Hohlraum rein, hinter das Lager. Und dieser Hohlraum, den sehen wir hier schön, dieser Hohlraum füllt dann die Getriebeeingangswelle mit Öl. Und die Getriebeeingangswelle transportiert dann das Öl. Die Schaltwalze sitzt hier auch in einem Kugellager, welches man entfernen könnte, wenn man diese zwei Schrauben öffnet. Hat aber jetzt keinen besonderen Wert, das zu tun. Die Schaltwalze hat auch keine Messwerte in irgendeiner Form. Man soll nur die ganzen Bahnen hier auf Verschleiß und auf Defektheiten sowas prüfen. Hier ist auch ein Lager an dieser Stelle. Dieses Lager ist leicht am Wackeln, könnte aber normal sein. Die ganze Schaltwalze ist auch leicht am Wackeln, ganz leicht. Hier der Schaltstern, der die Einrastung der Gänge verursacht oder bewerkstelligt. Sehr einfach gemacht. Hier ist der Leerlauf, kennen wir ja alles schon. Und das funktioniert sehr gut. Und wenn die Gänge mal nicht mehr rasten wollen, dann kann es daran liegen, dass diese Feder hier, die diesen Arm ziemlich stark belastet, dass diese Feder hier gebrochen ist. Aber hier ist alles in Ordnung. Die Schaltwalze selbst wird am höchsten belastet an diesen kurvigen Stellen, wo es geradeaus geht. Da muss ich ja nichts tun. Aber da, wo es um die Kurve geht, gerade so die Spitzen, das sieht man auch, da glänzt es etwas. Da werden diese Kurven stark belastet und da kann es auch passieren, dass diese Kurven mal ein bisschen abschleifen. Diese Spitzen und das dann zu einer unpräzisen Führung der Schaltgabeln kommt, aber hier sieht es eigentlich alles noch relativ gut aus. Man sieht also, es ist benutzt. Es hat gearbeitet, aber es ist jetzt nicht in diesem Sinne kaputt oder es fehlt kein Material, es ist kein Pitting drauf. Ich würde sagen, das ist völlig normal für diese Kilometerleistung und wäre noch zu gebrauchen. Ja, mehr möchte ich an dieser Stelle, an diesem Teil auch gar nicht machen. Ist alles soweit prima.
und stellen wir es ins Regal. Ich fange mal an, die Hauptwelle abzufädeln und da kommt man schon auf die erste Hürde, nämlich diese Scheibe, die hier ist. Die ist hier aufgepresst, ziemlich heftig. Und zwar sitzt sie, ich weiß nicht, ob man es hier gut erkennen kann, hier in der Nut. Und wenn man die aus der Nut rausmacht, passt die gerade so saugend, wenn man sie nicht verkantet, über diese Stelle hier drüber, an der sie gerade ist. Das ist also eine extrem genaue 0-zu-0-Passung. Und nur wenn diese Scheibe hier in dieser ganz winzig kleinen Nut ist, die ist auch ganz flach, diese Nut, dann ist sie frei beweglich. Oh, so. Und man sieht auch, dass die hier an dieser Stelle eine flache Stelle hat. Ich weiß nicht, ob man es gerade erkennen kann. Hier unten ist sie flach. Etwas flacher, ganz geringfügig. So. Ich lege das jetzt so ab. Dann kann man das erste Rad abnehmen. Ich lege die Sachen also so ab, dass ich es dann einfach so hinlege. So, und jetzt kommt so ein Spezialmechanismus, den habe ich schon mal gezeigt. Dieser Haltemechanismus ist wirklich sehr speziell. Man muss also das obere einfach nach oben abziehen. So nämlich. Und dann kann man das untere um genau eine halbe Verzahnung verdrehen und kann das auch rausziehen. Und das ist das, was dieses Zahnrad hier arretiert. Ja, und dieses Zahnrad sitzt also hier in der Hülse. Diese Hülse ist verzahnt mit der Welle selbst. Das bildet also ein Losrad. Dann kommt wieder so eine Zahnscheibe. Dann kommt der erste Sägering an dieser Stelle. Hier muss man also eine Sägeringenzange bemühen. Den etwas spreizen. Und wie gesagt, Sägeringe austauschen. Nein, du sollst nach außen, nicht nach innen. Es ist ein bisschen Fummelei, weil die Dinger seitlich wegkippen wollen. Aber der hat noch richtig gut Spannung, aber ich habe auch schon Gründe gesehen, dieses Getriebe nicht mehr weiter zu verwenden, und dazu kommen wir gleich. So, jetzt kommt dieses Festrad. Dann haben wir hier noch ein Losrad, das hat auch nochmal so eine ähnliche Klammer, so ein Sägering. Und das ist dann das letzte Teil quasi. Ja, der Sägering liegt jetzt auch da, hat auch noch sehr gut Spannung. Dann kommt die letzte Konstruktion, dieses Ding. Und dann das mit dem Innenring und hier oben noch eine Scheibe. So. Jetzt ist die Achse frei. Nein, die Welle, das ist wirklich eine Welle. Auf einige Dinge sollte man beim Zusammenbau achten, die man hoffentlich möglicherweise beim Auseinanderbauen schon realisiert hat. Und zwar gibt es hier ein Loch in der Welle. Man kann das hier schön sehen. Und das ist die Position, wo dieses Teil hier aufgebracht war. Und da muss noch ein Loch auf der anderen Seite sein. Nee, es ist nur eins. Okay. Und dieses Ding hat ja eine Verzahnung und man muss also das so anbringen, möglichst, wenn man diese Chance hat. Dass das hier zur Deckung kommt mit diesem Ölloch. Also dieses Loch hier drauf sollte mit diesem Loch hier möglichst zur Deckung kommen. Weil wenn das nicht tut, so zum Beispiel,
Dann ist der Öltransport zwischen diesem Loch und diesem Loch, welcher ja quasi hier innen schmiert, ist dann behindert. Es ist jetzt allerdings so, dass auch hier keine hundertprozentige Überlappung stattfindet, aber es findet fast eine Überlappung statt. Man sieht also, dass in dieser Grube hier das Öl transportiert werden kann. Und wenn man das dann so einbringt, wieder beim Zusammenbau oder halt um 180 Grad verdreht, genau, dass man also hier das schafft. Ja, ich mache die Komponenten jetzt mal sauber. Wir fangen mal mit der Hauptwelle an, uns das ganze System zu betrachten. Zunächst mal haben wir hier die Kupplungsseite. Hier war der Kupplungskorb drauf, hier diese Schraube, wo dieser Sicherungsmechanismus hier an dieser Kante eingeschlagen war. Hier ist es ein bisschen verfärbt, ein bisschen blau. Sieht ein bisschen so aus, als wäre da mal was zu heiß geworden. Es kann aber auch dadurch kommen, dass die Welle an dieser Stelle zusätzlich gehärtet worden ist. Also das will ich jetzt nicht unbedingt als irgendein Gebrauchsfehler werten. Ja, hier diese Stellen, wo die Lager sind, passiert also erstmal nichts Böses. Es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Gibt es keine besonderen Vorkommnisse, keine Fehler. Das ist hier die Zahnradseite. Hier sieht eigentlich auch noch alles ganz gut aus. Und hier bei diesem Zahnrad, das müsste der erste Gang sein, da sieht auch alles gut aus. Das ist das kleinste Rad in der Eingangswelle. Es geht auf das größte Rad in der Ausgangswelle und deshalb ist es der erste Gang. Ja, dass den Zahnrädern Zähne fehlen, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber eher selten, es sei denn, das Getriebe wurde wirklich extremst vergewaltigt. Aber das ist hier nicht der Fall. Also, Eingangswelle, für meine Begriffe erstmal keine besonderen Vorkommnisse. Das war der Abschlussring, der ein bisschen schwer abging. Der hat hier allerdings keine. Er hat hier eine kleine Spur auf beiden Seiten. Ist allerdings nicht zu spüren, das ist okay. Dann kam dieses Zahnrad. Das sieht auch noch ziemlich gut aus. Kein Pitting. Keine Probleme an den Zahnflanken, ansonsten auch nichts Besonderes. Hier dieser Verschlussmechanismus, dem passiert in der Regel auch nichts. Dem sieht man zwar an, dass er mal benutzt wurde, aber mehr auch nicht. Dann hatten wir dieses erste Rad. Dieses erste Losrad, das ist deshalb ein Losrad, weil es frei beweglich ist auf dieser Welle und damit es frei beweglich ist, ist dieses Teil auf die Welle geschoben. Dieses Teil ist auf der Welle nicht frei beweglich, weil es verzahnt ist. Ist deshalb verzahnt, weil die Welle halt an dieser Stelle Zahnräder braucht, also eine Verzahnung hat, deshalb muss dieses Ding auch verzahnt sein. Das ist jetzt mehr oder weniger der Sache geschuldet, dass Zähne auf Zähne müssen. Das mit dem Durchgangsloch des Öls habe ich ja schon erzählt eben. Dem Ding sieht man einen ziemlichen Verschleiß an. Das ist nicht mehr schön glatt. Hier an dieser Stelle am Rand ist es noch schön glatt, wo die Bewegung nicht so sehr stattgefunden hat. Aber hier ist es sehr stark abgerieben. Wir werden das nachher noch durchmessen. Ob es irgendwelche Abrieb gibt, der auch messbar ist. Für dieses Ding gibt es, glaube ich, Toleranzangaben. Und das lebt also hier drin und lässt dieses Losrad Losrad sein. Und dieses Losrad hat also hier innen drin auch entsprechend ein paar Spuren des Gebrauchs. Speziell hier gibt es eine unterschiedliche Färbung. Ja, aber bei diesen Zahnrädern ist das Augenmerk in erster Linie auf die Schaltklauen, die sogenannten Docks, wie sie die Engländer immer sagen, zu richten.
Und man sieht hier also sehr starken Verschleiß der Docks. Und ich habe schon gesehen, und ich nehme es mal vorweg, das ist bei anderen Zahnrädern noch viel schlimmer. Man sieht also hier, dass das nicht mehr eckig ist. Das ist die Lastseite, also die Zuglastseite, und die Schubseite ist also noch ein bisschen besser in Schuss, das ist üblich, aber die Zugseite sind alle Docks sehr stark beansprucht. Gut, die Zähne selbst sind kein Problem, ist auch nicht zu erwarten. Ja, dann kommt wieder so ein Ring, dem passiert nicht viel. Dann kommt der Sprengring, der Sägerring, der erste. Dann kommt dieses schöne, ja, Festrad. Dieses Ding ist also fest mit der Welle verbunden, daher die Verzahnung. Und hier sieht man also ganz starker Verschleiß an den Docks. Das ist richtig rumgebörtelt, das Material. Die sehen alle gleich aus, alle gleich schlimm. Und hier könnten also durchaus die Gänge schon rausgesprungen sein. Also das würde ich unter die Kategorie nicht mehr wiederverwenden bringen. Hier sieht man es zum Beispiel. Dieses Ding ist ja total kaputt eigentlich. Ja. Ja, und das ist der Grund, warum ich vorhin sagte, ich habe schon was gesehen am Getriebe, welches eigentlich die Wiederverwendung oder die nochmalige Verwendung eigentlich ausschließt. Und genau das ist das, was ich gemeint habe. Das sieht man im Prinzip auf den ersten Blick, dass diese Docks kaputt sind. Auf der Lastseite ein bisschen mehr als auf der anderen. Die Zähne an sich sind noch okay überall. Hier haben wir die Spur der Schaltgabel, wo also die Schaltgabel drin sitzt und dieses Ding verschiebt. Und hier sieht man auch einige Riefen am Boden. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Die seitlichen Riefen halten sich auch in Grenzen. Also diese Grube der Schaltgabeln ist jetzt nicht das Problem, aber die Docks sind fertig. Dann haben wir nochmal Sprengring und Scheibe, also nichts weiter dazu zu sagen. Dann haben wir das letzte Losrad. Das ist in diesem Käfig, das ist innen nicht verzahnt, weil da keine Zähne sind auf der Welle an dieser Stelle, wo das sitzt, deshalb sind da keine Zähne. Ja, und hier gilt eigentlich genau das Gleiche wie bei dem anderen Losrad auch. Die Gleithülse ist angegriffen, verschlissen. Innen sieht man eine Nut, eine Ölungsnut, das heißt, egal wie die sitzt, wo die sitzt, das Öl kann immer fließen, deshalb ist es hier vertieft um den ganzen Innenumfang drumherum. Ja. Entsprechend sieht es hier innen auch aus, auch leichter Verschleiß, aber noch zu ertragen. Hier innen, wo die Hülse drin saß, aber auch hier einseitig abgeschliffene Docks, Schaltklauen. Nicht ganz so schlimm, wie wir eben schon gesehen haben, aber hier sieht man es auch ganz deutlich. Zähne sind überall okay. Ja, das war im Prinzip die Eingangswelle oder die Hauptwelle. Und das Schlimmste ist das hier. Und hier könnte auch durchaus der Abrieb herkommen, den ich in der Ölwanne gefunden habe, diese Shavings, diese Metallsplitter. Die können genau von diesen Ecken hier kommen. Laut Werkstatthandbuch sind jetzt die Innendurchmesser der Laufbuchsen und der Zahnräder von M5 und M6 zu messen. Ja, M5 und M6, was bedeutet das? M bedeutet die Zahnräder des Main Shafts, also der Hauptwelle. Und wir sind ja gerade bei der Hauptwelle. Und da habe ich die mal hingelegt. M5 und M6 bedeutet fünfte Gang und sechste Gang. Bei der Hauptwelle, wo ja die Kraft herkommt,
wo die Kupplung sitzt, ist der fünfte Gang das zweitgrößte Zahnrad. Das ist das hier. Und das sechste Gang ist das größte Zahnrad. So. Das ist also M5 und das ist M6. Ja, M für Mainshaft, wie gesagt. Und wir haben hier die Laufbuchsen und bei dieser Laufbuchse können wir innen und außen messen. Und das ist auch so vorgesehen laut Werkstatthandbuch und wir können hier den Innendurchmesser messen. Und bei M6 haben wir hier innen eine Verzahnung, da können wir also innen gar nichts messen. Hier können wir nur außen den Durchmesser messen und hier den Innendurchmesser. Man sollte das auf jeden Fall, wenn es darauf ankommt, mit einer Mikrometerschraube messen und die Innenmaße mit dem Subito, also mit dem Innenmessgerät. Beides habe ich, aber es kommt hier nicht so sehr drauf an. Ich bin jetzt einfach zu bequem, jetzt das ganze Zeug wieder rauszuholen und diese Messung auf ein Tausendstel genau zu machen. Ich habe die Sachen jetzt mit der Schieblehre gemessen und sie sind in der Toleranz und ich habe vernünftige Ergebnisse bekommen. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, also ich bin da von einem Zuschauer von euch da ja schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass man sowas auf gar keinen Fall mit einer Schieblehre macht. Ist richtig, man macht sowas eigentlich nicht mit der Schieblehre, deshalb möchte ich das noch mal sagen. Innenmaßstab, Innenmessgerät benutzen und Mikrometerschraube benutzen, wenn ihr wirklich ein Getriebe beurteilen wollt, welches noch in ein Motorrad soll. Aber hier, wie gesagt, ist das Getriebe sowieso fertig und ich ermittle die Zahlen jetzt für mich einfach mit der Schieblehre und es kommen auch relativ vernünftige Zahlen bei raus und es klingelt schon wieder das Telefon. Das wären also die Lagerbuchsen außen, die werden ja immer kleiner, je verschlissener sie werden und der Wert ist noch besser als die Toleranz, wie man sieht. Das ist die Lagerbuchse von M5 innen. Die wird ja normalerweise immer größer, je mehr sie verschleißt. Aber das Limit ist noch drüber, also das ist noch okay. Ja, aus dem Ganzen lässt sich das Lagerspiel berechnen. Wie man sieht, ist das großzügig gehalten mit 0,1 mm. Das ist natürlich ein Scheunentor. Und ich habe also ein Lagerspiel von 0,03 und 0,01 ermittelt für M5 und M6. Und das ist demnach noch völlig okay. Also, wie gesagt, auch wenn man mit der Schieblehre misst, aus Faulheit oder Bequemlichkeit in meinem Fall, kann man zu vernünftigen Ergebnissen kommen, aber es ist natürlich zu bevorzugen oder angezeigt, das mit Mikrometerschraube und Subito zu machen. Dann ist noch der Wellendurchmesser an M5 zu messen, das ist hier an dieser Stelle. Und das Ergebnis ist 27,97, woraus sich ein Spiel von 0,02 ergibt. Und hier ist erstaunlicherweise das Spiel sehr stark limitiert, viel, viel enger limitiert als zu der Hülse, nämlich nur 0,06 mm. Aber wir haben 0,02 und damit wäre das auch okay. Ja, zusammenfassend, die Getriebeeingangswelle ist messtechnisch okay, aber ansonsten halt eigentlich schrottreif. Die Komponenten der Getriebeausgangswelle werden im Werkstatthandbuch mit C bezeichnet. C bedeutet Countershaft. Und ich fädel die jetzt auch mal ab. Hier ist also noch ein Nadellager drin und hier ist eine Scheibe. Ja, es fällt alles raus. Damit muss man einfach rechnen. Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzuhalten für einen Moment und abzulegen. Das hier geht einfach raus. Das ist verzahnt und komischerweise ist das Ölloch auf der anderen Seite war mit dem verbandelt. So, ich lege das mal weg. Hier kommt jetzt wieder der erste Sicherungsring, der erste Sägerring. Den habe ich abgemacht. Jetzt kommt dieses Teil, diese Buchse, die es dann zu messen gilt. Hier kommt wieder so eine Spezialverriegelung. Der nächste Sägering. So, die Ausgangswelle ist auch abgefädelt.
Das erste Rad begann ja mit einem Kugellager innen und einer Scheibe. Dann ging es so weiter. Hier ist nachher zu messen der Abstand zwischen diesem Innenteil und dem Außenteil. Hier genauso, hier ist noch so eine Verzahnung obendrauf, so eine Zahnscheibe und dann ist wieder so ein Teil hier innen drin. Ja, hier gibt es nichts mehr. Und hier gibt es nochmal den Innenteil gegen diesen Teil zu vermessen. Es sind also drei Messwertpaarungen zu nehmen. Bei der Hauptwelle waren es ja nur zwei. Aber ich mache wie immer erstmal sauber. So, Reinigung abgeschlossen. Schauen wir uns die Einzelteile mal an. Es gibt eigentlich wie bei der Eingangswelle auch nichts Besonderes zu vermerken. Hier sitzt normalerweise das Antriebsritzel drauf. Hier geht es durch den Simmerring. Deshalb ist es hier ein bisschen, ja, ein bisschen schmutzig noch, wo der Simmerring sitzt. Hier sitzt das Ausgangslager, das Getriebeausgangslager. Und hier sind die ganzen Sachen drauf, die ich gerade abgefädelt habe. Hier ist ein Zahnrad drauf. Hier werden wir dann auch noch messen, dass das hier passt. Beziehungsweise hier ist eine Hülse erstmal drauf. Ja, aber das sieht wie die Eingangswelle auch sehr gut aus. Keine besonderen Vorkommnisse, würde ich sagen. Hier haben wir also vier Losräder, weil wir haben sechs Gänge und auf der Eingangswelle hatten wir zwei Losräder. Dann haben wir hier vier Losräder. Das erste haben wir gesehen, hatten Lager und die anderen haben Buchsen. Hier wird es zu ermitteln geben, welches Spiel zwischen diesen Buchsen und den entsprechenden Zahnrädern ist. Und hier haben wir zwei Festräder, die jeweils mit Schaltklauen versehen sind. Und die Schaltklauen, die schauen wir uns jetzt mal an. Die Schaltklauenpaarung Festrad zu Losrad ist ja in diesem Fall hier zum Beispiel so. Und wir haben also hier die, ja, Klauen sind es ja im Prinzip nicht, die Einrastpunkte im Losrad, die sehen eigentlich noch relativ gut aus. Die Schaltklauen im Festrad sehen auch noch relativ gut aus. Sie sehen deutlich besser aus als das, was wir vorhin gesehen haben. Und dementsprechend, die sind auch viel größer, muss man auch ganz klar sagen. Sie sind auch viel größer und viel stärker, können auch deutlich mehr Kraft übertragen. Deshalb sieht das ganz gut aus. Hier auf dieser Seite, da sind sie schon ein bisschen kleiner. Und da sieht man schon eher einen Verschleiß an den Ecken. Aber immer noch deutlich viel besser als bei der Hauptwelle. So, das war diese Paarung. Je kleiner die Räder werden, desto größer der Verschleiß. Man sieht also hier an diesen Ecken schon deutlich mehr Verschleiß. Hier zum Beispiel fehlt richtig ein Stück. Und das Stück, was da fehlt, würde ich jetzt fast sagen, ist das, was ich in der Ölwanne gefunden habe. Und diese Teile sehen da alle so ein bisschen lädiert aus. Hier drin die Passfläche ist noch so weit okay. Hier ist nichts weiter. Das nächste hier ist ein bisschen besser. Das sind die Klauen nicht so gechippt. Passfläche ist normal, würde ich sagen. Zähne sind generell überall gut. Also hier ist kein besonderer Verschleiß zu sehen. Hier ist wieder ein bisschen mehr an diesen Stellen. Aber auch nicht so schlimm. Der Rest ist erwartungsgemäß. So, und jetzt haben wir doch das letzte Festrad. Das ist auch so ein ganz derbes, dem ist auch nicht viel passiert. Man sieht also sehr deutlich, je kleiner die Klauen sind, je filigraner das Ganze gebaut ist, desto kaputter ist es unterm Strich auch. Hier ist eigentlich so gut wie nichts kaputt. Das würde ich sagen, kann man weiter oder könnte man weiter benutzen. Wegen diesem Teil.
muss man nichts Böses erwarten. Ja, dann nochmal der Eingriffpunkt der Schaltgabel. Ist auch soweit okay. Nichts Auffälliges, außer dass man halt sieht, dass es benutzt ist. Und beim anderen habe ich das auch noch nicht angeschaut. Aber das sieht genauso aus. Das ist auch soweit in Ordnung. Ja. Ja, Fazit, die Komponenten der Eingangswelle sehen deutlich schlechter aus als die der Ausgangswelle. Die Ausgangswelle ist deutlich besser, bis auf dieses eine vielleicht, was nicht ganz so gut ist, aber ansonsten alles soweit im grünen Bereich. Ich messe jetzt gerade noch die Passungen nach und ich zeige euch dann das Ergebnis. Die Messwerte sind jetzt alle ermittelt und es sind alle bis auf einen einzigen in der Toleranz. Das Spiel der Lagerbuchsen, wir sind jetzt bei C, beim Common Shaft. Beim Countershaft sieht man also auch, sind die Lagerspiele noch im Limit. Es gibt im Prinzip nur einen Punkt, der nicht im Limit ist. Den zeige ich gleich. Das ist also der zweite Gang. Der hätte hier die Innendurchmesser der Lagerbuchse vom Losrad des zweiten Ganges. Da habe ich 29,97 gemessen und dürfte nur 29,96 haben. Das heißt, es da ich einen Innendurchmesser gemessen habe, weitet der sich auf bei einer Verschleiß und der ist jetzt um ja, ein Hundertstel Millimeter quasi ist er über dem, was er eigentlich haben dürfte. Ja. Wie gesagt, diese Messungen sind mit Vorsicht zu genießen, weil eigentlich in dieser Form nicht durchzuführen, zumindest nicht mit der Schieblehre durchzuführen. Habe ich es aber trotzdem gemacht, ich habe es ja vorhin schon erzählt. Man möge mir verzeihen, aber im Prinzip sind die Messwerte eigentlich ganz vernünftig. Und gerade auch, was die Lagerspiele angeht, eigentlich wunderbar in der Toleranz. Und wie gesagt, mit der Schieblehre, ich habe es also mehrfach gemessen, mehrfach gedreht, es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Also ich vertraue dem ganz gut. Ja, Freunde, jetzt bin ich eigentlich mit dem Getriebe durch. Mehr Wissenschaft möchte ich da eigentlich auch gar nicht treiben. Man hat mal gesehen, wie ein Getriebe mit 200.000 oder knapp 200.000 Kilometer auf der Uhr aussieht. Und es sieht so aus, wie man es erwartet. Es gibt deutliche Gebrauchsspuren. Es ist so wahrscheinlich schon schlecht zu schalten gewesen oder hat den ein oder andere Macke gehabt, kann ich mir gut vorstellen. Wäre mal interessant, wenn der Olaf vielleicht ein bisschen was dazu erzählt, wie das Getriebe sich so angefühlt hat, ob er schon irgendwas gemerkt hat, dass gewisse Dinge nicht mehr so gut gelaufen sind. Er meldet sich ja ab und zu mal bei der Berichterstattung über seinen alten Motor. Mal gucken, ob er was dazu schreibt. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, war es das zum Getriebe. Demnächst geht es weiter mit dem Zylinderkopf. Vielleicht kommt noch was anderes dazwischen. Da draußen steht schon wieder was. Ja, bis demnächst bei Zams Channel.